Na Leute, euer Volker überrascht euch jetzt mal. Ihr wollt doch bestimmt mal wissen, wie so eine kleine, mini, mini kleine Solarwasserpumpe arbeitet. Ja, die habe ich natürlich hier für die Messias-Maschine benutzt. Aber nur als Modell. Die Messias-Maschine bekommt eine ganz große Pumpe. Und jetzt seht ihr mal, wie das hier arbeitet. Eine ganz kleine Mini-Pumpe. Sie hat nur ein paar Volt. Aber unsere Wasserpumpe für die Messias-Maschine, liebe Leute, die fördert pro Stunde 3600 Liter Wasser. Von unten nach oben. Das ist ja auch schon was. So, ich werde jetzt mal zur Messias-Maschine gehen. Hier ist mein kleiner Hachiko. Der sammelt immer die Brötchen, die eigentlich für die Schwäne sind und für die Vögelchen, für die Waldvögelchen. Aber er mag auch gerne Brötchen, der Kleine. Das ist so ein kleines Spiel für ihn. Ne? So, jetzt gehen wir mal weiter. Gehen wir mal weiter durch den Busch. Und dann kommen wir schon hier zur Messias-Maschine. Oh, was ist denn hier? Ein Storch ist auch schon da. So, dann gucken wir da mal rein, was die Messias-Maschine für einen Inhalt hat hier, für eine technische Konstruktion. Das ist schon alles. Aber da oben hat sie noch eine Kupferkanne. Und aus der Kupferkanne und halb ist dann ein Trichter. Und der Trichter sorgt dafür, dass hier Wasser aus der Kanne mit hohem Druck auf dieses Laufrad kommt. Und wie kommt das Wasser dann wieder nach oben? Das fällt dann hier einmal in diesen Bottich, in diesen großen Behälter. Und da ist dann die Solarwasserpumpe. Die fördert das dann nach oben. Und zwar ganz. Hier oben ist auch noch ein Wasserbehälter. Hier seht ihr den schon. Hier oben ist der. So, nee, man kann ihn kaum sehen. Aber man sieht ihn trotzdem. Das Wasser dann wieder runter in diese Kupferkanne. Und dann fließt es wieder in diesen. Auf dieses Laufrad und im Kern dieses Laufrads, da ist ein Generator, der macht Strom. Aber das ist nicht alles. Es kommt noch eine weitere Pumpe dazu, nämlich die Wasserpumpe Witter. Die schafft das Wasser von unten nach oben durch Wassergefälle. Da haben wir einen sehr großen Behälter noch hier. Der wird auch noch oben angebracht. Und von oben fließt das Wasser dann runter auf den Witter und es wird wieder hochgepumpt und es ist alles verbunden miteinander. Das ist ein geschlossener Kreislauf und es kommt noch eine weitere Pumpe, eine 12 Volt Wasserpumpe und dann das ganze System wird natürlich Strom erzeugen, es wird Batterien aufladen und es wird Licht machen, es wird die Musik der Bäume spielen und es wird noch weiter als ein Kunstwerk gestaltet werden. Das ist ja alles erstmal noch der Anfang. Ich habe ihm erstmal ein Haus gebaut, damit, also der Maschine, damit sie trocken steht. Die ist ja von innen nass genug. Aber wenn es regnet, kann man dann auch rein und kann dann hier von hier aus, das geht dann hier noch weiter, von hier aus wird dann die Musik der Bäume gespielt. Ich werde darüber berichten. Und hier mein kleiner Hachiko, der rennt immer wieder los. Er will seine Brötchen bewachen. Ne? Was ist das denn hier? Das ist mein Hundchen. Na mein Schatz, dir geht's aber auch gut. Du hast ein schönes Leben. Ne? Du hast einen schönen Park hier. Wunderbar. Hörst die Vögelchen? Ja, hörst die Vögelchen? Schön, ne? Wunderbar. So, Freunde, wir sind hier direkt am See. Hier hinten ist gleich der See.
Oh, man sieht ihn gar nicht. Doch, da ist er. Ein kleines. Wir haben 7 Seen hier vor der Haustür und ein Bachlauf. Und hier der Park. Hier wurde entdeckt. Da kann ich gleich mal hingehen. Kann euch das noch mal kurz zeigen. Hier habe ich sie entdeckt. Das sind die Eschen. Das sind die Eschen. Und hier sieht man es ganz deutlich, wie die Musikchors aussehen. Sie haben Striche. Und diese Striche, die kann man auswerten mit einer Schablone. Ich werde das alles heute mal noch erklären. Und wenn Sie haben, Bäume spielen ohne Musikkenntnisse. Jedes Kind ab 6-7 Jahren kann die Musik der Bäume spielen. Die Chords werden ausgelesen in Zahlen und diese Zahlen werden übertragen in virtuelle Keyboards oder auch auf echte Instrumente. Man nummeriert die Tastatur, das alles. Die Zahlen, die man ausliest, mit der Schablone werden übertragen auf die Tastatur. Dann spielt man 6 vor 6 zurück oder 6 vor 3 zurück. Das ist dann der Rhythmus. Und wie sich das anhört, kann man mal nachhören unter Google Volker Schäffler Bäume musizieren. Das war's schon. Danke Freunde, bis bald, tschüss.